Teeny, teeny, du Honolulu, warst am Kräuterbäumchen, du Lump. So, ja, genau. So, da sitzt er da wieder und hat seinen Whisky Cola. Das war übrigens eine Johannisbeerschorle, ihr Runkelrüben. So, so toll erzählt der Hermann Gerland und auch so ein bisschen auf den Boden geholt, diesen Mythos Bayern-München und was da alles schief läuft oder auch nicht. Einfach ehrlich, echt und menschlich. Und das hat mir super gut gefallen. Einfach mal zu appellieren, dass man heute trainieren muss und nicht quatschen. Dass er aber auch, wenn er tolle Spieler hat, wie Philipp Lahm, das Beispiel ist gefallen, dass er denen auch mal gesagt hat, weil er immer so als harter Hund galt, ne, gerade für die jungen Spieler, dass er auch mal gesagt hat, du, die Trainingseinheit, du gehst nur zur Physio und lässt dich ein bisschen pflegen und dann gehst du in die Sauna. Also immer, der Kerl, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch, glaube ich, 30 Jahre, hab den früher vor allem häufiger mal getroffen in Stadien dieser Welt. Und ich fand den immer schon beeindruckend, weil er etwas hat, was, das klingt jetzt wieder alt von meiner Seite, okay, Boomer, was heute so selten ist, diese gerade, ehrliche Art. Das gefällt mir unglaublich gut. Er hat nur angedeutet zum Beispiel, warum er bei den Bayern gegangen ist. Und er hat einfach gesagt, das gibt's ja, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen, dass zwei Menschen nicht miteinander können. Das waren Hasan Salihamidžić und er. Und er hat gesagt, und ich glaube ihm das auch, das ist tatsächlich einfach das Beispiel, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Mir San Mir bei den Bayern einfach ein anderes Mir San Mir geworden ist. Er hat das gar nicht bewertet übrigens. Und ich finde das übrigens groß. Er hat dem Salihamidžić auch nicht an die Karre gepinkelt da in der Öffentlichkeit. Er hat nur gesagt, wir konnten nicht miteinander und dann muss man konsequent sein. Finde ich großartig, weil das nicht mehr Usus ist heutzutage, nicht mehr alltäglich. Ja, frei und mir raus, gefällt ne? Der, ja. Mir gefällt der als Typ. Und mal ganz nebenbei, das geht nämlich immer unter, wenn dann die ganz Schlauen kommen. Also ist veraltet und kannst du, ist typisch, nur alte Männer finden sowas gut. Dieser Mann hat junge Spieler wie Schweinsteiger, wie Müller, wie Lahm gefördert, gefordert. Ei, der Daus, das gibt es auch noch. Spieler fordern. Und damit, Achtung, das dritte G. Gefördert, gefordert und geprägt. Und ich glaube, jeder dieser Spieler wird das auch sagen. Hermann Gerland hat ihnen ganz viel mit auf den Weg gegeben. Du wirst auch, glaube ich, keinen finden, der ein schlechtes Wort verliert über Hermann Gerland. Ja. Also zumindest habe ich noch nichts mitbekommen. Ja. Das ist ja bis zum heutigen Tage noch so, dass der ein wahnsinniges Auge hat und einfach Talent erkennt. Und er ist ja auch im Trainerstab von Hansi Flick noch mit dabei. Also da kriegt er die Juwelen des deutschen Fußballs, die ja eigentlich schon fertig sind, wo es dann wirklich nur noch um den letzten also genau was um anderes als er Schliff geht, früher bei den Bayern gemacht hat. Ne? Ja. Und mir ist das noch eins ist noch wichtig, damit das hier nicht so einen blöden Touch bekommt. Das hat mich so fürchterlich geärgert, weil ich das vereinzelt im Netz gelesen habe. Vielleicht sollte ich auch weniger im Netz lesen. Aber diese Geschichte wirklich mit dem Getränk. Hermann Gerland hat Ewigkeiten keinen Alkohol getrunken. Hermann Gerland weiß auch, dass Alkohol schädlich ist und dass es im übertriebenem Maße schädlich ist. Aber das ist so aus dem Nix wieder entstanden, weißt du? Und das hat mich so fürchterlich geärgert. Ich schätze diesen Mann wirklich so ein, dass er weiß, was er tut. Er ist übrigens auch darauf angesprochen worden, was er denn da trinkt. Ne? Nur mal so. Und ich fand das... Hätte auch sagen können, Cola Light. Ja, zum Beispiel. Ja. So. Und das ist ein Mann, ich weiß, wie alt ist Hermann Gerland jetzt? Ende 60? Mitte, Ende 60? So. Also bei aller Liebe, der weiß dann schon, was er tut. Und vielleicht mal eins so mit in den Raum geworfen. So einen kleinen Fehler meinetwegen, wenn man es jetzt ganz korrekt sieht, was man im Fernsehen darf und was nicht, so einen kleinen Fehler sollten wir anderen Menschen dann auch mal zugestehen. Also, ja, ich sehe es jetzt gar nicht. Ich sehe es übrigens auch nicht als Fehler. Also, ich will jetzt nur politisch korrekt sein, das ist einfach mein Bestreben. Macht das authentisch und ich meine, ich kenne ihn auch lange und das ist einfach, es ist ein super Typ und wenn er das so erzählt, zwei Männer können nicht miteinander, zwei Menschen können nicht miteinander, dann geht man halt auseinander und die können sich aber weiterhin in die Augen gucken und der ist ja nach wie vor ein gern gesehener Gast bei den Bayern. Also ich wollte nur sagen, das war meine Liebeserklärung an Hermann Gerland. Ich finde, das ist ein toller Mensch im Business-Fußball, nach wie vor. Ja. Ich war gestern bei SK90, Oliver Kahn war da. Mhm. Und das war, also das... haben wir keine Werbeunterbrechung? Ja, wir machen es. Ich glaube, das war ein Teasing. Ich erzähle es gleich. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann kommen wir wieder. Bis gleich.
Das war das beste Teasing, was ist ohne Scheiß. Das ist guter Junge. Du hast den Arsch auf.